Schlimmes. Zuallererst muss er mal unter dasselbe gebaute Haltebolzen raus, wenn man Autoanhänger anhängt. Um nicht zu rangieren, darf sich die Kugel ja nicht verdrehen. Dafür haben wir normalerweise links und rechts so eine Arretierung. Die wird einfach bloß aufgeschoben. Dann ist die Aggerschiene fest und kann sich nicht verdrehen. Und die Kugelkupplung vom Anhänger bleibt immer schön stehen. So sieht das ganze Ding hier aus. Hier ist seitlich bloß so ein Bolzen drin. Der geht dann in eine Unterlenke hier rein, arretiert das Ganze und die Aggerschiene kann sich dann nicht mehr drehen, dann ist es starr. Das haben wir einmal für links und einmal für links und einmal für rechts. Ja, dann natürlich die Kugelkupplung selber. Da ist natürlich von Vorteil, wenn man auch einen Pumpen hat. Die ist gut voll fett. Das war ausgesprochen gut gemacht. Gut. Dieser Gruser Stoppmodell unten drauf. Wenn er mal angezogen ist, kriegt man es aber nicht so leicht auf. So. Das ist so eine Kugelkopf hier. Was kann denn, was darf ich denn überhaupt ziehen? Egal. So, in nächster Instanz kommt der Kipper raus.
Ja, nachdem wir den Kipper sowieso hausen gehabt haben, ist mir wieder aufgefallen, dass hier noch das alte Garn dran ist. Das ist so blaues Pressengarn. Damit wird die Handbremse gezogen bzw. die Rückvorsperre kann man auslösen. Das Seil ist allerdings relativ dünn und wenn man da kräftig dran anzieht, das schneidet in die Haut ein. Ich habe mir für meinen Zweiachse dann über schnurhaus.de so ein wenig so ein stärkeres schwarzes Nylongarn bestellt. Oder PP-Seil. Könnte auch ein PP-Seil sein. Und ja, das ist schön griffig, das schneidet nicht so ein. Ist wetterbeständig, salzwasserbeständig und so weiter und so fort. Für den Kipper eigentlich überhaupt nicht schlecht. Und da baue ich jetzt gleich einmal hier eins an. Das habe ich nämlich vor einiger Zeit schon mal gesagt, dass das gemacht gehört. Aber wie es halt immer so ist, man verdrängt es dann. Bloß im Winter kann man ja mal sowas machen. Also das ist jetzt das alte Stück hier. Man sieht schon, ist auch schon teilweise sehr ausgefranst. Machen wir anders. Jetzt natürlich ideal gewesen, wenn der Bildungskanal trocken will. Dann kann man es richtig schön einstellen, so wie ich es mit der Zweiachse gemacht, weil durch das, dass ich beim Zweiachse vorne die Deichsel mitdreht, neigt der ja noch mehr dazu, dass das Seil zu kurz ist. Und wenn das am Bulldog dranhängt und reißt dann hinten ab, das ist ungünstig. Beim IHC ist oben an der Kabine wie so ein Halteblech dran. Und wenn das einfach wegreißt, ist natürlich saublöd. Das sollte halten. Ja, die Länge sollte reichen. Zu lang, wie gesagt, ist auch nichts. Ich muss da doch jetzt noch nachhalten. Das ist meistens sowieso so, man braucht vorne die Handbremse auslösen. Dazu steigt man sowieso ab. Aber die Rückvorsperre, den Hebel, den rastet man doch recht gern vom Bulldog ein. Weil wer steigt da schon gern ab und betätigt hier unten den Hebel, dass er rückwärts fahren kann. Das ist nur auflaufgebremster Hänger. Wir haben keine Druckluft am Schlepper. Von daher leider auch keine Drucklufthänger. Also das wäre immer noch so meins. Eine Druckluft nachrüsten, dass man auch ein wenig einen größeren Kipper noch dran ziehen können. Nachdem wir aber eh keinen größeren Kipper haben bislang, ist das nicht relevant. Aber da schaffe ich irgendwann einmal noch einen. Und ich möchte nämlich gerne mal so ein Zweiachse noch. Ich habe meinen kleinen Drehschemel. Ja, das reicht aus. Die Öse hier oben dran, die wird dann einfach hinten am Bulldog eingehängt. Die war ursprünglich nicht dran, aber ist ein wenig schöner. Ja, das war's schon. Dann ist der Kippadora auch einsatzbereit wieder. So, die Presse steht jetzt hinten in der Maschinenhalle. Also das ist das gute Stück. Ich habe sie mal grob abgeblasen, die ist letztes Jahr ja, ich sag mal, relativ schnell eingewintert worden. Eigentlich soll sie noch gründlich gewaschen werden, abgefettet werden und mit Öl-Dieselgemisch normalerweise eingesprüht, dass nichts rostet. Da sind wir aber letztes Jahr nicht mehr dazugekommen. Das war dann mit dem schlechten Wetter, was dann gekommen ist, so schlimm. Man hat keine Gelegenheit mehr gehabt, weil die muss natürlich nach dem Waschen dann gründlich trocknen. Die Lager müssen alle das Wasser raus. Und dann haben wir es bleiben lassen. Deswegen wird es jetzt dann einfach nicht gewaschen. Ich meine, so passiert nichts, die steht im Stottel, die steht nicht draußen irgendwie im Garten oder im Hof oder in den Wiesen. Von daher, so schlimm ist das nicht, wenn sie jetzt dann nicht eingeölt ist. Schöner ist es natürlich, aber das spielt keine Rolle. Also wie gesagt, es handelt sich hier um eine Welger AP12, Baujahr 1964.
Mein WSA 350, wo ich gehabt habe, war Baujahr 67, also sogar noch quasi jünger wie die AB12 hier. Und, aber wie gesagt, die Ballen waren nicht so schön. Dann habe ich mir die angeschafft, die macht sehr schöne Ballen, die gefallen mir gut, sind nicht sehr schwer, sind nicht sehr groß. Das Einzige, was halt war, der Treibriemen hier, das ist jetzt schon der neue, den habe ich im letzten Jahr bestellt, habe ihn hier schon drauf montiert. Bloß die Spannung passt noch nicht, also der treibt im Moment noch gar nichts an hier. Das ist natürlich hier auch der Riemen entspannt. Aber selbst dann passt er noch nicht hundertprozentig von der Spannung. Und vor allen Dingen, wenn die läuft, dann treibt es den Riemen immer noch hier drüben runter. Und so soll das natürlich nicht sein, weil der kommt hier rüber, schleift hier an dem Blech entlang. Erst einmal geht das Blech kaputt und das zweite ist, der Riemen geht natürlich auf Dauer auch kaputt. Den alten Riemen, den ich hatte, den habe ich mal aufgehoben. Das war dieser hier. Und wie man sieht, der ist schon ziemlich ausgefranst, teilweise schon recht dünn, da ist fast kein Material mehr da. Schauen, ob das mit einer Hand geht. Also da ist er schon recht dünn geworden und ich habe gesagt, das Risiko gehe ich nicht ein, weil, wie es immer so ist, die Maschinen fallen genau dann aus, wenn man sie braucht und am besten immer dann mitten in der Ernte. Vielleicht noch bevor Regenwetter oder was kommt. Ja, und deswegen habe ich mir da gleich einen neuen bestellt. Die Riemen sind zwar nicht ganz günstig, dafür qualitativ sehr schön. Die sind so leicht gummiert. Dadurch haften die dann besser auf die Treibräder. Das Ganze wird natürlich dann noch mit Riemenpech oder Riemenwachs oder wie man das so eingerieben. Das ist dann sowas hier. Unheimlich dreckig das Ding. Und das ist so Riemenwachs, das kann dann drauf, da lässt man nochmal die Maschine laufen oder treibt sie mit Hand durch und das wird von innen auf den Riemen dann aufgetragen. Das ist natürlich jetzt knüppelhart, weil es kalt ist. Und dann haften die Riemen da besser auf die Treibräder und man kriegt mehr Zug drauf. Weil ich meine, auf so eine Press, die man hoch verdichten soll, muss natürlich schon einiges an Kraftübertragung drauf. Das Ganze funktioniert ja hier. Da kommt die Gelenkwelle, die da drüben liegt, die kommt hier drauf, auf den Zapfwellenstummel. Da sitzt dann ein Getriebe drin, läuft rein. Das Getriebe sitzt da innen, hat einen Flansch drauf, geht dann hier rüber raus auf das Treibrad, dann über den Treibriemen rauf auf das große Rad. Und das große Rad hier treibt dann einmal den Presskolben selber an. Und über mehrere verschiedene Abzweigungen und Kettentriebe die Pickup und ja, natürlich dann auch oben den Raffer auf alle Fälle dann darauf. Ja, und wie gesagt, das ist so das ganze Patent von dieser Presse. Die funktioniert ganz einfach über den Seilzug hier. Kann man die Pickup senken. Das wäre jetzt unterste Position. Also hier ist noch nichts hydraulisch oder irgendwie vom Schlepper aus zu verstellen, sondern das, ja gut, also vom Schlepper aus verstellen kann man die Pickup natürlich schon. Aber dass ich jetzt sage, ich kann sie hydraulisch ausschwenken, oder die Pickup hydraulisch heben und senken, das hat er noch nicht. Also so modern ist die natürlich noch nicht. Gibt es mittlerweile moderneres. Wir hatten noch mal eine Welge AP, jetzt muss ich überlegen, 63 glaube ich war das. Das war eine recht große Presse, die war über die Jagdgenossenschaft. Allerdings haben sich dann damals ein paar Bauern selber Pressen angeschafft und dann hieß es, ach wir brauchen das Ding nicht mehr. Dann ist die weggekommen, ist verkauft worden. Gut, es sind andere Maschinen dafür angeschafft worden. Aber die Presse ist schon abgegangen, weil dann ist es losgegangen, wenn du dann pressen wolltest. Du bist rumgerannt. Ja, hast du mal deine Presse? Nö, die ist jetzt momentan kaputt oder die brauche ich selber. Oder du hast dann wirklich einmal eine gekriegt und dann waren die Knoten dermaßen dick mit richtigem Schmierfett eingeschmiert,
Du hast das Pressen angefangen und jeder Ballen war offen, dann konntest du erst einmal die Knoten rausbauen, die Knoten gründlich reinigen, wieder einbauen und nur leicht einölen. Also das ist... Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich will eine eigene Press. Ich kaufe mir selber eine, dann war natürlich, ach ja, und wieso und weshalb? Und brauchen wir nicht, und wenn wir eine brauchen, kriegen wir. Jetzt habe ich eine und ich bin ganz zufrieden. Letztes Jahr ist dann auch schon jemand gekommen, hat mich gefragt, ob ich für eine pressen könnte. Ging aber nicht, weil ich meine, ich gehe auf der Arbeit auch noch. Sonst hätte ich es gerne gemacht. Mit der Welger WSA, mit der Niederdruckpresse damals, habe ich auf Lohn gepresst gehabt. Oder was heißt auf Lohn gepresst? Das war Nachbarschaftshilfe quasi. Und das sind 200 Büschel gewesen. Warum nicht? Ich meine, ich mag es gern. Ich helfe gerne mal aus. Und ja, so viel jedenfalls. Ja, ich baue sie jetzt da mal vorne rum ein bisschen auseinander. Und wir sehen uns wieder.